Ach, Dr. Auge, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Irgendwie funktioniert es mit dem Pfandflaschensammeln einfach nicht. Wir verdienen einfach kein Geld. Ich habe nichts auf der Bank, Mann. $0. Wie soll ich mich ernähren? Das ist eine Katastrophe. Ach, ich glaube, ich sollte vielleicht noch eine letzte Anlaufstelle probieren. Ich glaube, die beste Idee, die wir haben können, Dr. Auge, ist es vielleicht nochmal bei der Pizzeria vorbeizusehen und zu schauen, ob wir vielleicht dort nochmal bei Alfredo einen kleinen Job bekommen. Hä? Hey, was ist das? Das ist ja eine Superjacht. Was macht denn die Superjacht nicht auf dem Wasser, sondern hier auf dem Parkplatz neben der Pizzeria? Das gehört hier doch gar nicht hin. Hä? Kann man die einfach fahren? Man kann die nicht mal fahren. Wie soll das denn? Warte mal, doch, ich kann da, glaube ich, drauf fliegen und gucken. Hey, da ist ja ein anderer Spieler. Das habe ich gar nicht gemerkt. Hä? Da ist jemand mit einem Hut. Hey, da versteckt sich doch jemand. Hey, ist da jemand? Hey, du! Wer bist du? Hallo? Hä? Fragezeichen? Größerzeichen? Hacker? Hey! Was geht, Mann? Aber warum hast du dich Hacker genannt, Mann? Bist du friedlich? Ich hoffe mal, der ist friedlich. Sag mal, hast du dieses Boot dahin geparkt, Mann? Weil ich... Ja, okay. Aha, okay. Und du wolltest hier parken, um eine Pizza zu kaufen, zufälligerweise? Ah, okay, ich verstehe. Okay, soll ich dir eine Pizza bringen? Das wäre kein Problem. Ich kann dir eine bringen. Ja? Okay, wir gehen mal hier hin. Oh, guck mal, da liegt sogar noch ein kleines Stück da. Das könnte ich ihm vielleicht bringen. Vielleicht können wir uns mit diesem Hacker ja anfreunden. Ich meine, der hat eine Luxusjacht. Vielleicht können wir ja so ein bisschen an Geld kommen. Okay, da ist er. Hey, heiß und fettig. Na, wie gefällt dir das? Das ist doch mal eine leckere Pizza, oder? So ein... Oh, scheint ihm zu gefallen. Haha, na, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Genau, also diese Pizza, die kostet natürlich auch Geld, weil ich bin nämlich... Was? Ich habe zwei... Wie viel Geld habe ich jetzt gerade bekommen? Was? Der hat mir einfach gerade 2 Millionen überwiesen. Ich habe einfach 2 Millionen überwiesen bekommen, Leute. Ich kann mir jetzt einfach ein Auto kaufen. Ich gehe jetzt ein Auto kaufen. Willst du mitkommen? Nice, Mann. Er hat mir einfach 2 Millionen Wobbly-Dollar gegeben. Damit bin ich einfach zweifacher Millionär in diesem Spiel. Crazy. Och, endlich. Ich habe die ganze Zeit kein Geld gehabt, Dr. Auge. Und jetzt bin ich zweifacher Millionär. Oh, Baby. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall ein richtiges Festmahl. So, ich gehe mal kurz ins Menü rein. Ich habe jetzt hier insgesamt es sind 2 Millionen Dollar. Es gibt den Roller für 200. Das ist ein bisschen zu billig. 300, sehr billig. Das Auto habe ich tatsächlich schon. Krass. Das hier auch. Der hier, 450. Zu billig. Hey? Was? Hey! Wo ist mein ganzes Geld hin? Ich wollte mir gerade ein Auto kaufen. Hacker! Du hast mir mein ganzes Geld wieder weggenommen. Was soll das? Das war mein Geld. Ich habe dir doch eine Pizza verkauft. Du kannst mir nicht einfach so die ganze Zeit mein Geld wegnehmen. Du hast mir gerade 2 Millionen... Was? Warum lächelst du die ganze Zeit? Ey, du... Gib mir mein Geld wieder. So, komm jetzt her. So, Mann, lauf nicht weg. Gib mir mein Geld wieder zurück, Mann. So, hallo. Nee. Das machen wir so nicht mit. Wohin fährst du? Du Hacker. Du gibst mir... Aua, Alter. Wow. Hey, du sollst mir mein Geld wieder zurückgeben. Hast du verstanden? So, 2 Millionen. Oh, was? Er fliegt einfach weg. Der kann einfach fliegen, oder was? Hacker, hör zu, Mann. Ich brauch... Hey, was soll das denn? Ich will nicht fliegen, Mann. Oh, das ist so komisch, Mann, mit dir. Hör jetzt auf, die ganze Zeit hier irgendwo hochzufliegen, Mann. Gib mir mein Geld. Ich brauche 2 Millionen. Oh, das ist mir zu hoch, Mann. Das ist mir viel zu hoch. Ich wollte nicht so hoch. Oh Gott. Hey, Hacker, was machst du hier? Du kannst mich nicht einfach... Was? Nee. Du kannst mich nicht einfach am obersten Ort dieses gesamten Wolkenkratzers hier einfach oben lassen. Das ist viel zu gefährlich. Mann, jetzt ist mein Geld weg und... Was war das? Was geht...
Was passiert hier? Was geht denn hier ab? Hier sind einfach überall Blitze, die einfach aus dem Himmel kommen. Sag mal, Hacker, bist du das? Hacker! Du sollst... Oh, wenn ich mich dem Hacker nähere, dann kommen immer mehr Blitze. Oh, wie hell ist das denn? Dr. Auge, mach dein Auge zu, das ist viel zu hell. Hacker, hör auf damit! Oh Gott. Der Hacker fliegt jetzt dort hinten, Leute. Irgendwie ist mir das nicht geheuer genug. Irgendwie habe ich ein bisschen Sorge darum, dass uns dieser Hacker irgendwie noch erwischen kann. Och Mann, ich kann mich aber, glaube ich, gar nicht umziehen. Ich habe, glaube ich, nicht genug Geld. Ich muss, glaube ich, zu meiner Mom nach Hause. Wenn ich zu meiner Mutter nach Hause gehe, kann ich mich bestimmt irgendwie umziehen, sodass ich wieder ein paar andere Klamotten anhabe. Dr. Auge, ich glaube, bei der Oma sind wir sicher. Bei der guten alten Oma. Die lässt uns niemals im Stich. So, erstmal hier kurz, zack. Nochmal hier kurz die Treppe hochlaufen. Jawolski. Und dann nochmal hier was anderes anziehen, okay? Er darf uns irgendwie nicht erkennen. Ich brauche auf jeden Fall eine Sonnenbrille. So, Tarnklamotten hier, Tarnklamotten da. Und vielleicht sogar nochmal so ein Tarnhelm oder sowas in die Richtung. Den hier vielleicht? Oh, nee, der ist irgendwie ein bisschen zu komisch. Boah, okay. Damit hätten wir es jetzt. Hey, was ist das? Warum habe ich denn jetzt diesen Wackelpudding auf dem Kopf und irgendwie dieses lavendelfarbene T-Shirt und diesen Rock an? Der Hacker weiß, dass ich hier bin. Er hat meine Klamotten gewechselt. Dr. Auge, wir müssen irgendwie hier wegkommen. Der darf uns nicht erwischen, Mann. Wenn der erwischt, wenn er herausfindet, dass wir hier sind, dann sind wir im Eimer, Mann. Pass auf, Oma. Oma, hör zu. Du darfst auf gar keinen Fall dem Hacker Bescheid geben, wo wir sind. Lass mich hier durch. Oma, ich meine es ernst. Draußen ist ein Hacker, der in der Lage ist, unser gesamtes Leben zu zerstören. Du musst aufpassen. Ich habe dir die ganze Zeit schon gesagt, du sollst dir einen Job suchen, aber du suchst dir keinen Job. Geh und such dir endlich einen Job. Du hast immer noch nur 0 Dollar in deinem Portemonnaie. Ich sag's dir, Oma, ich war gerade zweifacher Millionär. Das war gerade wirklich eine ganz simple Sache. Ich hätte mir alle Autos kaufen können, die ich mir eigentlich hätte holen können oder wünschen können. Ja, ja, doppelter Millionär. Komm, geh nach Hause mit deinen Millionen. Ich sag's dir, Oma, ich war Millionär. Okay. Oh, 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 hey, was geht ab, Hacker? Hacker, ich möchte den Kontakt abbrechen. Verstehst du? Ich möchte nicht mehr so viel miteinander zu tun haben. Verstehst du? Das ist mir ein bisschen zu stressig hier. So, ich kann das nicht, weißt du? Ja, das ist nett, dass du nett bist, aber Dr. Auge und ich, wir müssen uns leider von dir distanzieren. Verstehst du? Oh, what? Oh, Hacker? Warte mal. Was machst du da? Nicht aus. Oh, ich möchte gerne. Oh, oh. Bitte, kannst du. Oh! Bewegt sich irgendwie wie ein... Okay, das ist ganz schön gruselig. Jetzt bin ich im Wald. Oh, jetzt bin ich bei der Baustelle. Okay. Oh, das ist ganz schön komisch. Jetzt hänge ich in der Luft fest. Mit einem Tütü. Oh, 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 oh. Was? Warum ist jetzt auf einmal Nacht geworden? Okay. Das ist nicht so angenehm. Okay, wisst ihr was? Oh, der Hacker ist irgendwie ein bisschen gruselig. Ich glaube, ich werde mich mal zu Hause verstecken irgendwo. Ich verstecke mich einfach mal in diesem Blockhaus. Das wird schon passen. So, ich kann mich hier auch bestimmt wieder umziehen. So, irgendwas anderes anziehen. Okay, ich brauche jetzt irgendwas, was mich, ich verstecke mich einfach. Ich werde mir einen Cowboy-Hut aufsetzen. Dann vielleicht dieses normale T-Shirt. Ich muss so aussehen wie ein ganz normaler Wobbly. Damit sehe ich aus wie ein ganz normaler Wobbly. Blaues T-Shirt, kleiner Cowboy-Hut. Okay, und ich würde sagen, ich barrikadiere vielleicht die Tür, damit mir hier niemand reinkommen kann, versteht ihr? So ein bisschen die Tür barrikadieren, das hat noch nie geschadet, okay? Ich glaube, wir dürfen hier in dieser Situation einfach nur nicht ausrasten, okay? Einfach einen Stuhl vor die Tür, ein bisschen hier, ein bisschen da, das wird schon wunderbar. Dann hier, oh nein. Oh nein, 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 hey! Bitte nicht, bitte nicht! Ah, nein, ihr lächelt mich wieder an. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, hör zu. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr, Hacker. Mein ganzes Spiel... Was? Was ist das? Ein Fisch? Ein Fisch für mich? Wow, danke. Aber ich wollte gar keinen Fisch haben. Um ganz ehrlich zu sein, mag ich Fisch gar nicht. Oh, noch ein Fisch? noch ein Fisch? Ich mag keine Fische, danke. Ich mag keine Fische. Das ist
Warte mal, das reicht mir. Das sind mir so auch schon genug Fische. Hey, woher kommen diese ganzen Fische, Mann? Das ist mir zu viel. Das sind zu viele Fische für mich, Mann. Woher kommen diese ganzen Fische? Das ist viel zu viel, Hacker. Oh, was? Woher kommen die denn alle? Hey. Hör auf, diese ganzen Fische hier die ganze Zeit hin zu platzieren. Das ist zu viel, Mann. Das ist zu viel. Oh Gott. Was mache ich denn damit? Oh, mein ganzes Haus ist voll mit Fischen. Ah, ich schaff das nicht. Es ist mir zu viel, Mann. Oh Gott. Okay. Ich gehe hier raus. Ich bin weg. Ich muss hier raus, Mann. Ich muss hier raus. Das ist mir zu viel, Mann. Er hat mich einfach gestresst, mich so sehr. Ich kann, glaube ich, heute Nacht nicht mehr schlafen. Ich werde mich irgendwo im Wald verstecken. Ich bin einfach am Boden zerstört. Ich habe mich schon zweimal umgezogen und es hat nichts geholfen. Dieser blöde Hacker macht mir das ganze Leben zur Hölle. Ich kann das nicht mehr. Ich war Millionär und meine Mutter hat mich rausgeworfen und dann war ich wieder kein Millionär. Es reicht mir. Ich glaube, ich gehe hier in diese andere Blockhütte. Das ist der einzige Ort, wo mich der Hacker möglicherweise jetzt nicht findet, weil er damit beschäftigt ist, noch mehr Fische wahrscheinlich dorthin zu platzieren. Ich gehe hier hin. Was willst du denn? Mann, geh weg. Ich bin hier auf Toilette, Mann. Das reicht jetzt mit deinen Fischen und mit deinem Rumgehacke. Auf dieser Toilette bin ich sicher. Hier kannst du mir nichts mehr. Auf der Toilette hat man nämlich immer Anti-Hacker-Schutz. So, was willst du denn jetzt von... Oh? Er hat mir 200 Millionen wiedergegeben? Hey, hast du mir wirklich diese 200 Millionen gegeben? Aber hör zu, das reicht mir nicht. Du warst ein richtig schlechter Freund, Hacker. Richtig schlecht, okay? Das reicht mir einfach nicht. Du kannst nicht einfach hierher kommen und mir 200 Millionen schenken und so tun, als ob du da nicht gerade 3 Millionen Fische gespawnt hast. Das ist nicht fair von dir, okay? So, das ist... Ich bin nicht einfach so leicht zu haben, so dass man da einfach nur 200 Millionen überweist und schön ist die Welt wieder in Ordnung. Oh, was ist das denn? 2 Raketenautos? Meinst du für uns beide? Nee. Das ist es mir nicht wert. Okay? Das ist zwar sehr nett von dir und ich bin da... Oh, okay. Das ist auf jeden Fall nochmal ein dicker Sportwagen. Nicht schlecht. Oh, der ist schon cool. Der ist schon auch in meiner kleinen Lieblingsfarbe. So in Rot. Oh, der ist auch echt schnell. Der ist schon besser. Aber weißt du was? Das ist es immer noch nicht. Okay? Du kannst nicht einfach... Nee, auch nicht mit 2. Nicht mit 3, nicht mit 5. Nein. Du kannst hier so viele... Oh mein Gott, das sind viel zu viele. Hör zu. Du kannst hier so viele davon spawnen, wie du willst. Das hilft nicht. Okay? Das ist egal. So... Folge mir? Okay. Du kriegst eine letzte Chance. Okay, warte. Ich fahre dir hinterher. Mit dir fahre ich nämlich nicht zusammen. Ich vertraue dir nämlich nicht. Aber ich folge dir. Los. Dann zeig mal, was du vorhast. Wir schauen mal, wo der Hacker uns hinbringt. Aber wohin nur? Über die Brücke? Hä? Oh. Oh, er biegt jetzt hier nochmal ab. Oh, okay. Au! Alter! Er ist mir da nochmal reingefahren. Aha, das findet er also witzig. Okay, und was machen wir jetzt hier? Driften oder gehen wir in den Pet Store rein? In den Pet Store? Okay, was willst du mir hier geben? Was ist dein Angebot, Mann? Ein Dr. Auge? Ich hab doch schon ein Dr. Auge. Okay, ich gucke ihn mir mal an. Okay. Alter, ich habe so viel Geld, das ist unglaublich. Deswegen kann ich ihn mir einfach nehmen. Oh, weißer Dr. Auge? Blitzy? Replace Pet? Oh, jetzt habe ich einen normalen Dr. Auge. Hä? Aber sag mal, ich hatte da gerade eben einen weißen Dr. Auge. Was war das denn? Warte mal. Das habe ich noch nicht gesehen gehabt. Der da in der Mitte, der heißt auch einfach nur My Pet. Was ist das denn? Oh! Nein! Der ist von dir? Oh, was? Das ist ein leuchtender Dr. Auge? Niemals. Wow, wie sieht der denn aus? Ein leuchtender Dr. Auge? Wow,
Der scheint ja absolut hell. Man kann da kaum sogar hinsehen. Der ist so hell wie eine Lampe. Okay, Hacker. Ich verstehe. Nun gut. Dann muss ich sagen, ich vertraue dir wieder. Aber du darfst mein Vertrauen nicht mehr missbrauchen, okay? Gut, Leute, dann war es das mit der heutigen Folge mit dem Hacker. Falls ihr eine weitere Folge mit dem Hacker sehen wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was wir mit dem Hacker machen sollen und wie ihr ihn findet. Das ist tatsächlich das coolste Geschenk gewesen, was ich jemals bekommen habe. Dr. Auge leuchtet jetzt lichterloh. Und vergesst auf jeden Fall nicht, in dem Shop vorbeizusehen, Leute. Denn dort gibt es nämlich genauso ein Dr. Auge im Shop, den ihr für zu Hause als Plüschtier haben könnt. Schaut auf jeden Fall rein. Ich hoffe, er gefällt euch. Und wow, der wird wahrscheinlich aber nicht so leuchten wie hier im Spiel. Vielleicht sogar besser so, weil meine Augen brennen schon. Gebt ein Like auf dieses Video. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.